Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Frau Trollinger und mein Thema heute, wie heißt die Sendung? Ab ins Kloster oder so? Ja, ins Kloster. Ganz ehrlich, ich kann es nur empfehlen. Wenn es dir richtig mies geht, wenn du richtig beschissen drauf bist, wenn du kein Ende an irgendwas mehr siehst, gebe dich in die Hand von Nonnen. Es ist ein Phänomen. Du wirst nicht erleben, dass irgendeine Nonne dich irgendwie zwingt, etwas zu tun, was dir nicht entspricht. Zumindest habe ich das nicht erlebt. Ich war jetzt nicht im Kloster, aber ich habe mit Nonnen zusammengearbeitet. Und ich muss ehrlich sagen, das war 3, 4 Monate, war ich dort. Und das war eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, wow, die sind nicht so unausgeglichen wie viele andere Menschen. Sie haben eine unwahrscheinliche, herrliche Ruhe. Sie haben mich nicht angeherrscht, sie haben mich nicht angezickt. Im Gegenteil. Sie haben gemerkt, dass es mir nicht halt immer perfekt ging, weil ich das irgendwie begegnet bin in einer Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, wo ich wirklich sehr, sehr kaputt war. Und auch einen Partner hatte, der wirklich noch Theater gemacht hat und was weiß ich alles. Und mir wirklich Wahnsinnsstress im Leben gebracht hat. Und ich muss sagen, ich kann es wirklich empfehlen. Also auch ins Kloster gehen oder sowas. Wenn man sich nicht an die Gebetsgeschichte halten muss oder sowas, kann man viel, viel mitnehmen von Nonnen. Also ich würde jederzeit wieder mit Nonnen arbeiten, muss ich ehrlich gestehen. Weil es ist ein sehr entspanntes und ruhiges Arbeiten. Es ist ein durchdachtes Arbeiten. Es sind Menschen, die auf der Welt oft, also viele von den Nonnen sind sehr, sehr stark rumgekommen. Haben sehr viel geholfen, sind natürlich auch in der Hauswirtschaft tätig. Gut, ich habe jetzt natürlich auch einen ähnlichen Interessensbereich, Grünzeug. Es gibt auch Kloster, die einen wunderbaren Garten haben mit den ganzen Kräutern und all sowas. Und auch herrlich, wenn das sogar noch da ist. Also da würde ich sofort hingehen, wäre genau meins. Aber ich würde nie Nonne werden. Ich bin nicht die Gebetsfrau. Ich mag auch diese Beterei nicht und diesen ganzen Kram. Das ist nicht meins. Aber ich arbeite gerne mit ihnen, weil sie entspannt sind. Es macht mich keiner blöd von der Seite an oder sowas, sondern also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Nonnen gemacht. Und ich muss sagen, es hat mir damals sehr, sehr stark geholfen, wenn man sich darauf einlässt bis zum gewissen Grad. Wie gesagt, außer die Beterei oder sowas, kann man wirklich anständige Gespräche auch mal führen, was mir oft gefehlt hat. Menschen, die wirklich mal ein bisschen Wissen haben, anständige Gespräche führen, nicht nur irgendein Dummbackskram oder sowas, was heutzutage in den Medien läuft, sondern wirklich mal richtig was wieder, ne? Also mir fehlt das ungemein, dass ich Menschen auch um mich rum habe, mit denen ich mal wieder im Garten sitzen kann und über Blumenfach simpeln kann. Das habe ich immer dummerweise nur per Telefon oder so. Aber einfach mal jemand so, ne? Das hatte ich bei den Nonnen, das war toll. Ne, die hatten auch nicht immer so die Zeit manchmal oder sowas, aber die haben sich das nicht so heftig anmerken lassen. Sie haben dann halt weitergearbeitet, genau wie ich auch. Jeder hat dann seine Arbeit gemacht, aber man hat da mal ein bisschen geredet. Und sie haben hin und wieder auch mal gefragt oder so, ne, wie geht's? Aber das war bei denen auch eine wirklich echte Frage. Das war nicht einfach eine Floskel, wie wir das heutzutage kennen. Viele machen das als Floskel. Ich zum Beispiel gehe auch hin und frage die Leute, wie geht's? Das meine ich auch ernst. Ne? Ich will dann wirklich wissen, wie es jemand geht. Wie viele Menschen sind erstaunt, wenn ich dann sage, ja, du hast mir gar nicht gesagt, wie es dir geht. Ja, wieso? Ich sage, ist das jetzt wirklich, dass es dir so geht? Oder ne? Also das habe ich schon oft gemacht. Und ich finde das wichtig, dass man echte Fragen stellt heutzutage und nicht irgendein Hauptsache ein Gespräch oder sowas. Nein, nicht Hauptsache ein Gespräch, sondern wirklich miteinander umgehen. Und ich finde, das ist das Schönste, was du haben kannst, oder? Ist das nicht das Beste, was du tun kannst? Miteinander anständig umgehen, fröhlich sein, gut gelaunt sein und Spaß haben und so. Und halt entspannt sein. Das ist,
In letzter Zeit ist bei mir auch viele, die, manche fangen mich schon beim Gassi gehen ab oder so, weil ich mittlerweile so eine gewisse Entspannung in mir entwickelt habe. Das habe ich damals auch so ein bisschen übernommen von den Nonnen. Das, ich war nicht mehr so hibbelig, so aufgedreht, so, ah, sondern ich war ruhig und mach dein Ding, mach weiter, alles wird gut, du wirst das schon irgendwie packen und. Naja, gut. Vieles habe ich nicht, leider nicht gepackt, aber ich kann es auch nicht ändern. So ist das nun mal im Leben, wenn man krank ist, ne? Von daher, ich kann es nur empfehlen, Nonnenkloster, wenn man nichts mit Beten zu tun hat oder sowas, sollte man vielleicht fragen, ob das okay ist, aber dass man an dem restlichen teilnimmt. Einfach sich mal wieder erdet, ein bisschen runterfahren. Wie gesagt, mit Beten hätte ich es auch nicht, aber mit dem Rest. Basteln, nähen, Küche, allem drum und dran gehört ja mit dazu. Altenpflege gehört ja auch zum Teil mit dazu, die alten Leute zu beschäftigen. Gerade solche Leute oder im Kräutergarten, ach, das wäre ja genau meins. Ich bin ja so eine Kräuterhexe. Ich liebe Gärten. Ich liebe es, im Garten rumzuwursteln. Ich habe früher auch mal zwischendurch in der Gärtnerei gearbeitet. Herrlich. Ich habe es genossen. Das hat mich sehr dermaßen geerdet. Ich könnte einen ganzen Tag sein. Ich könnte eine eigene Gärtnerei haben, wahrscheinlich sogar noch. Weil ich liebe dieses Rumpuzzeln. Ich liebe dieses, ne, einfach gucken, machen, tun und sich bewegen und so weiter. Aber ich bin auch jemand, der nicht so schnell arbeitet. Also ich arbeite ruhig. Ich kann schnell, aber dann werde ich unordentlich. Deswegen arbeite ich meistens in einer gewissen Ruhe. Und wenn man mich stundenlang alleine lässt, werde ich auch super fertig. Wenn man mir noch Leute zur Hand setzt, dann schnatter ich zu viel. So ist das Leben. Aber ich kenne halt meine Fehler. In dem Sinne arbeite ich heute Gott sei Dank alleine. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ich dachte, das wollte ich noch mal schnell loswerden mit den, wie heißt es, Nonnen. Wie gesagt, Nonne heißt nicht beten oder sonst irgendwas nur, das ist ein Vorurteil bei vielen, sondern Kloster ist also unwahrscheinlich vielseitig, unwahrscheinlich viele Arbeiten, was die Nonnen machen, auch in unwahrscheinlich vielen Bereichen. Und ich könnte mir zwar nicht vorstellen, Nonne zu sein, aber ich könnte mir vorstellen, mit im Nonnenkloster zu arbeiten oder ne, verschiedene Arbeiten zu machen. Wie gesagt, also Gärtnerei, da wäre ich sofort da. Aber das sind so Kleinigkeiten des Lebens, sage ich mal. Man muss nicht gläubig sein, um gewisse Dinge zu machen, sondern man muss einfach nur die Menschen sehen. Man muss sehen, was Spaß macht, wie sie sind, dass sie echt sind. Das fehlt mir heute oft, dass Menschen echt sind, dass Menschen dich echt fragen, wie es dir geht, dass sie um dich rum sind, auch wirklich Interesse haben und interessiert sind. Das ist wirklich etwas, was mir oft, sehr oft fehlt. In dem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Abend. Ich werde das jetzt noch fix hier hochladen und dann be crazy. Have a nice evening.